Ja, hallo, willkommen zum Quick-Tipp Nummer 2. Heute dreht sich alles darum, einen etwas zu klein geratenen Hintergrund zu vergrößern. Ihr werdet mit Sicherheit das Problem schon mal gehabt haben, dass der Hintergrund zu klein ist. Das heißt, ihr habt keinen Platz mehr hier vernünftig zu schneiden. Lässt sich eigentlich ganz einfach reparieren. Wir ziehen die Hintergrundebene einmal auf Kopieren, dass wir nicht auf der Hintergrundebene arbeiten. Gehen auf das Rechteck-Auswahlwerkzeug und gehen einmal so dicht wie möglich ans Model ran. Gehen dann auf Frei transformieren und ziehen diesen Hintergrund einfach nach links. Das gleiche machen wir auf der rechten Seite. Wieder auf Frei transformieren, einmal nach rechts ziehen und schon ist der Hintergrund vergrößert. Das gleiche machen wir jetzt nochmal oben. Ich zeige jetzt auch einmal den Fehler, den man machen kann, wenn wir nicht ganz bis ans Model rangehen, sondern nur nach oben. Wieder auf Frei transformieren. Dann seht ihr, wie hier oben der Hintergrund sich so ein bisschen streckt. Das heißt, er hat nicht mehr so die Konsistenz von dieser Hintergrundgeschichte. Das heißt, wir gehen jetzt ganz ans Model ran. Wieder auf Frei transformieren. Ziehen ihn und wir sehen schon, dass hier oben sich also nicht solche unschönen Ziehstellen bilden. Ja, damit haben wir den Hintergrund vergrößert, gehen noch aufs Ausschneiden-Werkzeug und das Bild ist fertig. Wenn ihr Interesse habt, demnächst kommt Quick-Tipp Nummer 3, zu welchem Thema weiß ich noch nicht, das werde ich dann vorher noch bekannt geben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was daraus lernen. Bis dann, ciao.